Bahn 3, das ist Annik Gählin. Sie läuft da einem ungefährdeten Sieg entgegen und dahinter ist das Feld dann wirklich sehr, sehr offen. Gählin mit 8,19, wow. Das ist eine Ansage. Also sie ist die große Favoritin für die nächsten beiden Läufe. Annik Gählin mit Saisonbestleistung, falls die Zeit dann bestätigt wird. Das ist so.